Was machen wir denn jetzt Schönes? Also ja, Bäume anpflanzen und abreizen und so wäre eigentlich eine Maßnahme. Sollte ich wohl auch tun. Ja, sollte ich wohl auch tun. Okay, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich gehe nach unten, also sollte ich alles an Eisen mitnehmen, was hier ist. Wenn ich unten bin, sollte ich alles an rosa Modulen mitnehmen, was ich finde. Wie schaut's mit Brennstoffdingern aus? Hält sich noch und da oben wird sich sowieso halten, weil das hält ewig, weil die haben 2-3 Slots. Verteidigungsanlage sah okay aus. Radaranlage reicht die eine. Ja, komm, gehen wir runter. Oh, genau, Repair Packs und so. Nicht so viele. Hier 6 Stück. Sind jetzt nicht so viel mehr, aber ja, die Geste zählt. Wo ist mein Wagen? Mein Wagen liegt zerstört vor der Haustür. Ja, das sollten wir also auch noch gleich machen. Was auch dezent wichtiger ist als Bäume pflanzen. Wir brauchen einen Panzerwagen, der alles kaputt fahren kann. Jedenfalls noch. Wobei, also die Beißer sollen ja immer schlimmer werden. Und zwar so weit, dass ein einzelner Beißer fast eine ganze Basis auseinandernehmen kann. Was ist aber mit den Gebäuden? Also der Spawner zum Beispiel, der kommt... Oh, Loot. Ups. Der Spawner, den konnten wir ja einfach so umholzen mit dem Wagen. Das heißt, wenn die Spawner selber nicht auch stärker werden, dann können wir jederzeit die Spawner recht einfach töten. Das Problem wird nur sein, dass wir den riesen Beißern ausweichen müssen, die uns dann wahrscheinlich one-hitten können. Aber die müssten wir ja nur einmal töten. Weil danach respawnen sie nicht, weil ich ihren Spawner umgefahren habe. Ja, müssen wir gucken. Ich bin sowieso gespannt, wie das im High-End-Content aussieht mit diesen Superbeißern. Ob man denn 50 Diamant, Gold, Edelstein, Lasertürme benutzen muss. Und wie weit die schießen können, also was, weil irgendwann hat man zu viele Lasertürme. Die haben ja eine begrenzte Reichweite. Das heißt, wenn ich jetzt hier alles vollbauen würde mit Lasertürmen, würde die hinterste Reihe ja gar nicht mehr schießen. Und es würde ziemlich übertrieben aussehen. Aber ja, erstmal gucken, wie das Ganze läuft. So, was hätten wir hier oben noch gerne gemacht? Wir hätten dann geguckt, ob die Treibstoffblöcke alle noch okay sind. Ja, sind alle okay. Du bist eine Gib-mir-Kiste. Hast allerdings kein Gib-mir. Oh, da kam gerade ein Transportroboter und ich habe ihm die Arbeit abgenommen. Das tut mir leid. Tut mir leid. Genau. Wir haben noch genug Säure. Wir haben 2 blaue Chips. Woran hapert es? An grün? Warum? Ich brauche mehr Roboter. Nicht da. Bau davon welche. Gut. Und die müssen auch schneller sein und so weiter. Weil die wichtigen Sachen machen die Roboter gerade. Naja, das ist nicht ganz richtig. Die Hightech-Sachen. Die wichtigen Hightech-Sachen machen die Roboter gerade. Das ganze Grundgerüst machen die Fließbänder. Das machen sie auch sehr gut. Das war ja auch der Plan. Aber die Sachen von unten nach oben schaffen, das machen halt die Roboter. Und das sind viel zu wenige für das Aufgabengebiet. Du kommst mit. Du bist gar nicht. Begrenz dich mal bitte auf 4 Stacks. Und benutzt bitte nur noch ein langsames Ärmchen. Mist. Das langsame Ärmchen schafft das trotzdem. Okay, ich habe auch vergessen, das Eisen oben reinzuschmeißen. Ich habe keine Ahnung, wo das Eisen hier gerade herkommt. Achso, es kommt noch aus der Eisenmine. Sehr schön. Flupp. 2 Stacks für mich. Wir haben noch Steine. Daraus kann ich nebenbei ein paar Mauern herstellen. So, Auto bauen. Dafür brauchen wir das komische Plastik und 10 blaue Chips. Blaue Chips ist jetzt nicht so schön. Aber ich habe jetzt grüne, die ich oben abgeben kann, das ist okay. Rote müssten noch genug da gewesen sein. Und Engines brauchen wir jetzt gar nicht für das Auto? Das finde ich komisch.
Okay. Und hier waren irgendwo noch die zwei Was? Hatte ich hier nicht irgendwo zwei Schmelzöfen aufgebaut, um mal so zwischendurch Plastik einzuschmelzen? Fritzel. Ja, also selbst im Angriffsfall gehen die Akkus nicht wirklich runter. Das ist sehr gut zu wissen. Danke, Beißer, für diesen kleinen Test. Achso, du raus. Das war hoffentlich alles im Einzugsgebiet. Ja, war es. Bauen nochmal 5 davon. Schmelzofen, genau. Ich wollte einen Schmelzofen haben, damit ich das Plastik einschmelzen kann. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo noch antike Schmelzöfen rumliegen. Genau da ist einer. Ach, oder wir nehmen die 4 da, die im Inventar rumlungern. Komm mal her. Das Öl hier ignorieren wir. Du. Das und das. Und dann gehe ich mal die Samen abholen von der anderen Kiste hinten. Fallen ein paar Bäume, setze neue Bäume und so weiter und so weiter. Aber wir brauchen die Bäume sowohl für die Umweltreduzierung, also für die Verschmutzungsreduzierung, als auch fürs Plastik. Das heißt, ich muss... Oh, ich muss gar nichts mehr machen. Oh, muss ich doch. Mist. Ich wollte gerade sagen, wir können doch einfach jetzt eine Blaupause bauen. Da. Und die Roboter das machen lassen. Aber nein, das ist nicht in ihrem Einzugsgebiet. Das heißt, den neuen Wald bauen wir definitiv im Einzugsgebiet auf. So. 80 Stück. 90 Stück, so. Muss reichen. Du da. Rein. Wo ist denn eine schöne Stelle für so einen Wald in unserer Basis? Hier ist ganz viel Platz. Und es muss nur im gelben Bereich sein. Also könnte ich das hier hinhauen zum Beispiel. So, da hätte ich gerne noch eine blaue Blaupause. Um zu gucken, ob ich das auch setzen kann mit den Robotern. Es wurde in den Kommentaren erwähnt, dass es nicht geht. Weil das halt ein sich entwickelnder Gegenstand ist. Also es ist zuerst so ein ganz kleiner Samen und dann ist es halt ein kleiner Baum, mittlerer Baum und so weiter. Und deswegen soll das nicht gehen. Was müssen wir denn gucken? Ich hätte gerne erstmal dich da. Dich da. Dann setze ich ein ganz kleines Feld. Was? Geh mal. Da. So. Warum habe ich einen Slot für Kohle gemacht? Das ist sehr komisch. Du. Hier, nimm mal ein 3x3 Feld davon und mach davon eine Blaupause. Geht nicht. Okay, so viel dazu. Also setzen muss ich das Feld noch selber. Das ist okay. Wird zwar später ein wenig lästig, wenn das ein riesiger Wald wird, aber... Ne? So. Ich könnte theoretisch die Zeit dafür hochdrehen. Also nicht jetzt, sondern später. Später, wenn wir hier 3000 Bäume setzen, bei jedem Abbauvorgang da, könnte ich die Zeit hochsetzen und dann das machen. Aber ich denke, wenn ich das mit zweifacher Geschwindigkeit oder so mache, dann wird die Hälfte davon in die Hose gehen. So ist es noch einigermaßen gut machbar. Genau. Müssten auch gleich alle sein, was Decks angeht. Oh, noch ein Angriff. Wieder auf das Kupferding. Ja, das Kupferding sollte ich mir gleich mal angucken. Und da das Crafting hier unten gerade nichts zu tun hat, bau bitte mal 4 Lasertürme und mehr Mauern. So. Nicht, dass die 4 jetzt so viel ausmachen werden, aber besser als nichts. Die Kupfermine da oben scheint ja einigermaßen klar zu kommen, wie auch immer. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr chaotisch aussieht da oben. Ja, ich hätte noch gerne Stein. Es kommen schon wieder keine Steine an. Hatte ich nicht extra zigtausend Tonnen Steine da reingeschmissen? Okay, wir brauchen zig Tonnen Steine mehr. Oh. Wir haben keinen Stein mehr. Das ist, vor allem, wir brauchen das für die ganzen Grundsachen hier, also die Steinzahnräder und die Mauern und so weiter. Wir brauchen es auch für recht viele Rezepte. Und wir brauchen das für die Edelsteingeschichte, ne? Da, Edelstein.
hier 100 Steine für einen einzigen, ne? Das, wow. Okay, da muss ich eine Anlage für bauen später. Ein Stack hätte ich gerne dabei. Also eine Erstellwasser, Erstellsteine, Schmeißwasser weg Anlage. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das automatisieren kann. Weil irgendwann sammelt sich das ganze Wasser in den Tank. Wir müssen wahrscheinlich die Tanks abreißen und neu aufbauen, damit sie entleert werden. Aber ja. Also wenn wir ein netter Mensch wären und nicht ein kapitalistischer Planetenausbeuter, dann könnten wir das Wasser dieses Planeten reinigen und zurück ins Meer führen. Aber nein, wir wollen das Wasser zerstören. Weil es nicht anders geht. Oh Mann. Ich hätte gerne mehr Lasertürme. So, um den Planeten auch noch zu zerschießen. Dann hätte ich gerne das Zeug und das Zeug. Ist okay, ist okay, ist okay. Munition ist auch okay. Chips. Ich hätte gerne, dass die Roboter die Chips nach oben bringen. Was sind alles Bitschünkisten, ne? Bitschünkiste? Ne, du bist keine Bitschünkiste hier. So. Ja, hier ist Drahtproduktion. Sieht alles gut aus. 126 Alien-Artefakte. Das sieht sogar sehr gut aus. Also daran wird es jetzt nicht mangeln, wenn wir anfangen, die Power-Rüstung zu bauen. Du kriegst sogar mal eine extra Kiste hier. 26 nehme ich mal ins Inventar, um daraus lila Tränke zu machen. Falls das Crafting-Grid da unten gerade nichts zu tun hat. So. Türme werden gebaut. Mauern haben wir dabei. Gucken wir zu der Kupfergeschichte. Ja, Eisen staut sich sehr, sehr schön. So, und nebenbei, was noch fürs Auto fehlt. Die blauen Chips. Die blauen Chips holen wir uns nachher ab. Und oh, ja. Weg, 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 weg. Nicht mehr lange und wir haben gar kein Eisen hier. Oh, Stein. Und ja, es fällt mir auf, dass ich mich gerade sehr viel ablenken lasse. Aber das ist okay. Denke ich. Da, 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 da. Fertig. Hol ich bei Zeiten ab. Genau, Kupfer wollten wir. Und wow. Ist das zufällig in der Nähe von einem Roboport? Ja, ist es. Geil. Okay, mach weg das da. Ich hatte irgendwie doch im Kopf die 500 Logistik, die Construction-Roboter, die wir in der letzten Welt haben. Da ging das irgendwie schneller. Wo fliegt ihr jetzt hin? Ihr fliegt jetzt nicht... Was? Ach so, ihr habt keine... Ja, dann bringt das nach unten, dann dauert das Ganze jetzt noch länger. Die bringen das jetzt zu den Logistikkisten unten, die gelben. Ich hätte irgendwie gehofft, dass sie es hier oben in irgendeine der Kisten reinschmeißen, aber okay. Ja, wir brauchen... Auch dafür brauchen wir mehr Roboter. Also Construction-Roboter. 160 Vorgänge. Gut, aber hat mir schon mal sehr viel Arbeit gespart, das ist schön. So, ja, das... Hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert. Ich bin davon ausgegangen, die Beißer laufen einfach hier rum und zerstören das alles und die Türme kommen nicht ran. Aber nee, anscheinend klappt das. Das hier hätte ich gerne allerdings unterirdisch. So, und zwar da. Damit hier noch eine Reihe Mauern hin kann. So. Genau. Ja, du wieder weg. So, das sieht doch schon besser aus. Zim, 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 zim. Dim, dim. So. Wir haben jetzt ein paar Türme, die wir hier lassen könnten. Die gebe ich auch mal hier ab. So. 15, 15, 21 Lasertürme. Wobei, wenn der Angriff von oben rechts kommt, schießen nur so 10, 11 Stück. Sollte aber erstmal reichen. Und wie gesagt, Kupfer ist auch nicht so wirklich unsere super Priorität. Es staut sich hier eh überall. Und hat keine... Oh, doch, ihr habt rosa Module drin.
Wollen wir denen die rosa Module klauen? Ich hätte da eine Stelle, wo wir sie besser gebrauchen könnten.